Hallihallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahmesession vom Let's Play Minecraft. Und ich habe noch Sugarcane auf Tasche, die Oxidation schreitet voran und da versteckt er sich, ich dachte schon. Gut, dann packe ich mal kurz das Sugarcane weg und dann können wir mal überlegen, was wir heute in der Folge machen, beziehungsweise heute in der Aufnahmesession. Ich muss für einen kleinen Kurzurlaub quasi oder Familienbesuch, wie auch immer man es jetzt nennen möchte, muss ich noch ein paar Folgen vorproduzieren und zwar 6 an der Zahl. Ich schaue mal, also mindestens 6. Ich wollte mal gucken, ob ich das heute schaffe. Ansonsten werde ich nochmal irgendwann zwischendurch eine kleine Aufnahme-Session dazwischen schieben müssen. Ich weiß gar nicht, was ich hier tue. Ich bin gerade viel zu unkonzentriert. Täschchen ist aufgeräumt. Die Armor sieht super aus. Die Tools sehen alle super aus. Ey, besser geht's doch nicht. Ja, hierfür bräuchten wir nochmal Mending und Efficiency. Unbreaking. So. Ja, wir könnten die Tierchen nochmal vermehren. Aber erstmal Hallöchen Hedwig, Hallöchen Herbert und dann gucken wir mal, was heute sonst noch so ansteht. Ich hatte auch überlegt, dass wir jetzt wirklich mal ein paar Sachen rüber schaffen, weil dieses unsortierte Pseudolager geht mir doch langsam ziemlich auf die Nerven. Ne, da könnt ihr schon verstehen, wenn ihr da mal euch aufregen würdet in den Kommentaren. Und ich habe jetzt auch mal wieder Kohle übersehen. Ich weiß gar nicht, welche Folge das war. Müsste jetzt vor, so 5, 6, 7 Tagen gewesen sein. Da habe ich irgendwie bei Minute 11 oder was auch immer Kohle übersehen. Ah, Schande auf mein Haupt. Dann bringen wir doch mal ein bisschen Wood rüber. Für unser Starterhaus an sich bauen wir hier ja gar nicht mehr wirklich was weiter. Das heißt, ich würde hier so eine Art Mini-Vorrat noch zurücklassen. Das meiste, was wir hier eh gemacht haben, war Spruce Wood. Das heißt, ich würde hier einfach mal so ein bisschen Ressourcen überlassen und den Rest mitnehmen. Das ist natürlich auch mal gut zur Reparatur. Hier lassen wir nochmal ein bisschen was über. Dark Oak würde ich hier komplett mitnehmen. Spruce Door lasse ich auch nochmal hier. Die Trapdoors können wir hier lassen. Die eine Leiter. Ach komm, ne? Hier die Stickies nehmen wir mal mit. Wobei, warte mal, müssen wir das mal schön machen. Das sind Oak Leaves und das sind Spruce Leaves. Wenn ich die hier lassen wollen würde, würde ich die hier so lassen. So, ich kann nicht so viele Saplings hier lassen. Das heißt, das kommt schon mal mit und hier kommen, ne? Das machen wir mal so und das machen wir mal so. Ich weiß, das ist jetzt hier die super spannendste Folge überhaupt. So, die Oak Planks brauchen wir eigentlich. So, können wir behalten. Genau, das können wir hier lassen und das Bambuzeug. Ich weiß, wir haben hier natürlich auch unsere Mini-Bambu-Farm für. Ja, für hier in unserer. Ja, soll man es alte Welt nennen? Ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall, klar, haben wir hier unseren Bambus. Ey, jetzt sei doch mal leise da unten. Mann. Ich bin doch hier. Hallo, ich möchte hier was erzählen. Kannst nicht einfach in den Häcksler reinspringen und dann haben wir unsere Ruhe, Mensch. Ich habe schon alles eingesammelt. Okay. Dann können wir den Bambus nehmen. Damit können wir rübergehen. Und ansonsten würde ich natürlich gerne die Taschen voll machen, wenn wir jetzt schon Sachen rüberbringen. Und dafür haben wir ja draußen so ein schickes Bötchen. Jetzt hoffe ich einfach mal, dass hier nichts gespawnt ist. Wir müssen hier natürlich noch ein bisschen vielleicht mit Glow-Liken oder so mal ausleuchten, den Strand. Dass wir hier safe sind, wenn wir nach hier vorne gehen. Sieht gerade alles gut aus. Dann packe ich hier erstmal um. Das Chessboard muss sich ja auch mal lohnen. Und dann können wir da nochmal ein bisschen mehr mitnehmen. Die Valuables, das wäre natürlich auch was wir langsam rüberbringen könnten. Da muss ich noch überlegen, wie wir es unten einsortieren könnten. Was wir auf jeden Fall schon haben, ist ja Platz für Erde und für Cobblestone. Und da haben wir ja, glaube ich, ein bisschen davon, ne? Genau. Ich nehme hier erstmal den Deep Slate ein bisschen mit und den Cobblestone ein bisschen mit. Wir können auch etwas zurücklassen, ne? Genauso wie bei der Erde. Da können wir auch ein bisschen was zurücklassen. Davon brauchen wir auf jeden Fall noch mehr, was wir mitnehmen.
Ich lasse auch mal etwas Deep Slate hier. Lassen wir mal so Deep Slate hier. Einfach, falls wir hier beim Starterhaus direkt nochmal was machen wollen, dann müssen wir nicht immer direkt erstmal rüberrennen wieder, um unsere Sachen zu holen, sondern können das von hier aus machen. Ach, der Weg da hinten am Horizont sieht auch wunderschön aus. So, dann hau ich das alles nochmal rein. So, da ist die Kiste auch schon voll. Ich dachte, ich hätte was gehört. Da hinten ist aber auch nichts gespawnt. Da ist auch nichts gespawnt. Ach, das waren die beiden bestimmt hier, ne? Ja, ach, haltet doch die Fresse. So, dann hau ich mir noch einmal die Taschen voll und dann ist gut. Das heißt, ein bisschen Erde können wir noch mit rübernehmen. Ups, so. Ein bisschen Erde noch. Machen wir mal so, dann haben wir hier auch noch ein bisschen was zum Terraform über. Ja, Sand ist auch was wir drüben schon relativ viel haben. Genau, Holz habe ich jetzt. Die Kiste ist noch leer und da ist Nether-Zeugs drin. Ich mache mal ganz kurz die leeren Kisten, ne? Die müssen wir ja, da können wir hier am Ende mal aufräumen. So, komm, dann kloppe ich mir hier noch so viel Sand rein wie geht und dann fahren wir einfach mal kurz rüber. Dafür gehe ich jetzt aber einmal kurz pennen, ne? Nicht, dass hier noch Monster spawnen und uns dann gleich angreifen unterwegs. Das möchte ja auch niemand. So. Ach, ja, du begrüßt uns auch schon wieder heute, ne? Ich habe immer noch keine Emeralds hier, Mensch. Ja, es tut mir leid. Ja, ich weiß. Mann, das ist auch was wir auf jeden Fall tun müssen, wenn wir das nächste Mal im Dorf sind. Uns einfach mal so ein Stack Emeralds mitnehmen, falls so ein Wandering Trader wie er hier vorbeikommt. Weil die Slime Balls, ne, die hätte ich schon gerne. Die hätte ich schon so richtig gerne. Ach, das ist wieder ein schöner Tag. Und ich mag das hier lang zu fahren. Ach, ist das schön. Ach ja, die Sonne geht auf. Schöne Hintergrundmusik. Und so kann man doch leben. Und da hinten ist unser Haus. Ach, das ist so hübsch. Das sieht alles so schön aus. Ja. Ja, ich habe jetzt vor ein paar Tagen... ich weiß es nicht, ihr kennt es, glaube ich, den, oder habt mittlerweile schon davon gehört, den Distant Horizons Mod habe ich mal ausprobiert. Dafür habe ich mir eine Kopie der Welt erstellt, habe mir dann einmal, dafür braucht man, wie heißt es jetzt, den Fabric Mod Loader mit Iris und Sodium und was auch immer, habe ich mir runtergeladen und angeschaut in der Let's Play Welt. Das sieht schon richtig geil aus, das Problem ist einfach noch, sind ein paar zu viele Bugs drin und so ein paar Forge bzw. so ein paar Optifine Sachen fehlen mir einfach, denn mit diesem Fabric Mod Loader funktionieren unsere Fresh Animations leider nicht richtig, was wirklich schade ist, da es sah ziemlich creepy aus. Hallöchen, kleiner Freund. Ja, hallöchen. Ja, können wir mit dir schwimmen? Ja. Oh, ist das schön. Dankeschön. Okay, dankeschön. Ach, ist das schön. Wo ist er? Da ist er. Ja, die kann man, glaube ich... Kann man die füttern mit Fisch? Aber gut, man bringt einem eh nicht so viel, leider. Ach, aber das war schön. Einfach mal eine Runde schwimmen gehen mit den Delfinen. Hallo, Rundi, wie geht's dir denn? Ja, dir geht's gut? Na, das hoffe ich mal. Komm, weißt du was? Heute machen wir mal... ja, heute darfst du uns mal begleiten auf... Da geht er weg. Hundi. Ja, hallo. Ja, komm mit. Ja, komm. Oh, bist du süß. Ja, heute darfst du uns mal begleiten in der Folge. In der Aufnahme. So, dann haben wir die Dirt hier drin. Da haben wir ja Cobblestones. Da würde ich eigentlich schon die Doppelkisten beide lassen, dass wir da möglichst genug Platz haben. Hier haben wir Deep Slate und Stone. Genau, für Sand hatte ich hier unten ja noch nichts vorgesehen. Wir könnten hier die Tools raushauen und hier Sand und Glas reinmachen. Das wäre es vielleicht. Ups, dafür brauche ich die Pfeiltasten wieder. Dann packen wir da der Sand und Glas.
Und hier das gleiche. Sand slash Glas. Habe ich das jetzt? Ja, habe ich genauso. Gut. Das heißt, die Tools da müssen gleich weichen. Weil die müssen jetzt schon weichen. Und dann können wir schon mal den Sand darüber packen. Dann haben wir auch schon mal Platz für Glas. Und die Tools könnte man hier irgendwo einsortieren, ne? Mache ich einfach mal kurz so. Und den Brush, den wir bisher noch nicht gebraucht haben. Ja, ich weiß auch nicht. Also irgendwie, das Update hat mir bisher noch nicht so viel gebracht. Und wo ist Hundi jetzt schon wieder? Wo ist unser Hundi? 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 Da ist er! Ja, feiner Hundi. Oh, du warst schon lange nicht mehr draußen, ne? Ach ja. Ich kann's verstehen. So. Du brauchst jetzt hier nicht mit reinkommen. Ich mach mal ganz kurz so. Nee, ich mach mal ganz kurz so. So, komm mit, wir bringen wieder Sachen ins Lager, kleiner Hund. Ja, wir bräuchten noch einen Namen für dich, ne? Ja, den bräuchten wir noch. Na komm mit, Hundi. Hundi, komm mit. Ach ja, die KI von den Hunden ist auch was, was die mal so ein kleines bisschen überarbeiten könnten bei Mojang. Die sind mir doch manchmal ein bisschen zu störrisch. Wo haben wir Deep Slate? Deep Slate und dann ist hier Cobble Deep Slate. Sehr schön. So, dann noch einmal Erde und ein bisschen Holz schon mal. Spruce war, glaube ich, hier, ne? Genau. Ja, ich weiß, wir haben jetzt hier die Kisten nicht einzeln nochmal beschriftet. Das könnten wir natürlich noch machen. Aber ich weiß auch nicht. Ja, und der Hund freut sich, dass er rumrennen kann. Ach, ist das schön. Ja, ich wollte einfach mal jetzt so ein bisschen, ne? Wir müssen ja nicht immer hier voll drauf und alles. Wir können uns ja auch mal so ein bisschen Zeit nehmen. Und mit unserem Hundi schön was Schönes anstellen. Jetzt habe ich natürlich das Problem, wir haben ja noch Sandstone. Mach ich dann Sand und Sandstone da rein und das Glas woanders hin? Ja, war noch nicht ganz so durchdacht, ne? Zwei Kisten übereinander ist vielleicht ein bisschen wenig. So, hauen wir erstmal den Sand hier rein und Sandstone wäre dann hier unten. Oder wir hauen den... Ne, komm, wir hauen den Sandstorm. Wir haben davon eh nicht so viel. Und ich sehe mich jetzt auch noch nicht so viel Sandstorm benutzen. Deswegen lassen wir das erstmal so mit dem Sand und Sandstone. Und dann können wir das Glas doch mit runternehmen. Ist hier noch was aus Glas drin? Nee, natürlich nicht. Falsche Kiste. So, hatten wir Gravel unten schon? Ich glaube, Gravel hatten wir unten noch nicht, ne? So, kurz. Erstmal Glas und Glas. Ne, das waren ja nur... Entschuldigung, das waren nur die Sachen. Oder wir packen hier Gravel und... Ne, Sand. Ne. Sand und Glas passt schon. All types of wood. Und hier könnten wir dann Gravel und... Ja, noch irgendwas reinhauen. So, das heißt, der Gravel bleibt erstmal oben. Also da oben. Was ist hier noch drin? Die Kiste ist leer. Die Kiste hat ein bisschen Flint drin. Das packe ich mal zum Gravel rüber. Ach, guck mal hier, da könnten wir noch Tuff mit reinpacken. Also irgendwie Gravel, Tuff und es gibt ja noch dieses Calcite und wie der andere nochmal heißt. Weiß ich gar nicht. Es ist... Ach, das ist unsere Baumabbau-Plattform, wenn man so möchte. Gut. So, das ganze Zeug hier kommt jetzt auch mit und dann ist das Bötchen schon mal leer. Ach, ich weiß, ja, so eine Sortierfolge heute ist natürlich sehr, sehr langweilig und es geht in der nächsten Episode wahrscheinlich noch weiter damit, aber ja, da müsst ihr auch mal durch. Das gehört halt auch zu so einem Let's Play dazu, ne? Vor allen Dingen, wenn man wie ich nichts rauscutten möchte. So, wo haben wir denn, wo wollte ich Bambus hinmachen? Bambus wollte ich, glaube ich, dahin machen. Okay. Also machen wir das mal so. Der Bambus nach ganz oben. Und dann passt das.
das Holz kommt da rein. Und jetzt habe ich die ganzen Saplings vergessen mit reinzupacken. Dark Oak kommt damit rein. Und dann haben wir Spruce Saplings bis zum geht nicht mehr. Ich habe noch eine Birch Store. Ach guck mal, haben wir sogar drei Birch Stores. Und hier noch Saplings über Saplings. Und da packe ich die Chests noch zu. Okay.